Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe das alles nochmal jetzt nachgemacht gehabt. Ich habe also diesen, wie hieß er? Dem Spion, Jonatko-Spion, erledigt gehabt. Bin hierher gerannt quasi und habe hier mal ausprobiert. Wir kriegen tatsächlich nur diese 50 XP, wenn wir die Raketen, also die Munition für die Raketen nehmen. Wenn wir die Limes nehmen, kriegen wir nichts. Außerdem können wir tatsächlich nur diese 10 Limes mitnehmen, nicht mehr. Wir können auch keinen zweiten Stapel anfangen. Ich habe es probiert. Wenn wir versuchen, einen zweiten Stapel anzufangen, haben wir trotzdem weiterhin nur 10. Geht also nicht. Von daher... You telling me the truth about this super freighter? They're really gonna expose people to the plague? A marine from the shipyard told me that FEMA's involved. Guess they've gone from fixing emergencies to making them. If you ask me, I bet FEMA wants to cause a national emergency and get control of the army. I think we can expect Walton Simons to make a grab for power one way or another. That's all they would need. One national emergency. Then they could get rid of the president, shut down Congress and suspend the Constitution. So, dann nehmen wir einfach mal diese Munition und kriegen noch, I'll take the Gap ammo for 2500. You want to be about 30 yards back when one of these babies goes off. So, und danach verschwinden wir. Was jetzt interessant ist, wie kommen wir ins Hotel hoch? Also ich denke mal, wir müssen die Feuertreppe hochgehen. Aber ob wir auf die Feuertreppe unten hochgehen oder durchs Hotel innen drin, das ist die große Frage. Ich schätze mal, es wird jetzt auch oben wimmeln von Jonatko-Leuten. Also würde mich jedenfalls wundern, wenn es anders wäre. Oh, und da schießen sie sogar schon. Ja, okay. Ich glaube, hier brauchen wir auch ein... Ah, verdammt. Ah, verdammt, 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 warum... Da rutscht du das Ding jetzt auch noch. Ja, toll. Also hier geht's auf jeden Fall sehr, sehr ab. Frage ist, kommen wir da jetzt irgendwie rein? Schießen die ganze Zeit auf Doubt? Hey, es hat geklappt. Es hat tatsächlich geklappt. Wir sind entkommen. Ah, wie cool. Und los geht's. Let's go. I'm ready. Damit hätte ich es nicht gedacht, aber das ging aber erstaunlich besser als erwartet. Ich hoffe, der Stanton Dowd, der überlebt. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Kann der sterben? Kann er nicht sterben? Ich weiß es nicht. New York City, Brooklyn Marine, Schiffswerft, U-Boot, Krieg, Division. Okay. Alles klar. Ja, das Gitter haben wir schon gesehen. Oder ich zumindest. Hier ist es. Dann geht's mal hier durch. You're past the fence. Good. Up ahead are the barracks. You need to gain entry to the base and eventually reach the large building to the north. Keep your eyes open for the ammo storage facility. You need to load up on explosives. Haben wir nicht schon genug Explosivsachen? Betreten Sie das Hauptgebäude am Nordrand der Werft. Es könnten mehrere Eingänge geben. Versenken Sie die PRCs Wall Cloud. Sprengen Sie dazu die 5 Schweißnähte am Rumpf des Schiffes. Scannen wir. Finden Sie das Waffenlager und nehmen Sie Namens und Raketen mit. Was ist mit den anderen Sekundärzielen? Mit den Ambrosia beschaffen. Ah. Komisch, warum haben wir das jetzt nicht mehr? Beziehungsweise, ich muss mal eine Sache ausprobieren.
wenn wir jetzt hier sind. Ja, bringen Sie Stanton Dow das Ambrosia gegen den grauen Tod. Aber der hat doch gesagt gehabt, wir sollen das aus der, vom Schiff holen. Ja, sehr seltsam, dass das jetzt nicht mehr angezeigt ist. Frage ich mich, ob das irgendwie ein Fehler ist vom... Oh, du bist grün? Hallo? You came in on the chopper? You must be with the DC people. Yep, so sieht's aus. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ich hätte auch ganz normal hier reingehen können. Das war ja Verschwendung von Dietrich. Hätte ich auch ganz normal hier reingehen können und gut wäre gewesen. Da geht's runter. You must be Din. Who's asking? Our buddy Vinny said to expect. Think you can find out what's going on in there? Go for it. Is FEMA really running the show? FEMA and the Chinese? I don't like the smell of it one bit. Me either. This key will open the main gate. The guard just inside the main building entrance will let you pass. But don't expect any hospitality from the FEMA people. Nett. Gut, dass wir mit dessen Winnie geredet haben. Okay, speichern. Ich will mal kurz schauen. Wo geht's denn jetzt hier hin, wenn wir hier runtergehen? Ja, toll. Voll hängen geblieben. Ja, okay. I have begun planning your future objectives. Dow will be sending you to Paris. Make sure he gives you the current residence of his associate, Morgan Everett. I do not have access to that information. Okay. Alles klar. Also wir können durch die Abwasserkanäle gehen, aber wir könnten eigentlich auch ganz normal... Und der soll uns doch einlassen hier. I don't know how you'll get on board with the main ramp retracted, unless you want to swim. Du hieß doch, dass du uns reinlässt? Hä? Standing orders inside the perimeter are shoot pumps. Ah. Wow. Kapiere ich jetzt nicht so richtig. Jetzt bleibst du. Okay, so geht's natürlich auch. War ein bisschen anders als, glaube ich, erwartet, aber haben wir eigentlich auch Bilder gekriegt? Unterdeck, Oberdeck. Aber das ist vom Schiff. Das ist nicht von hier, glaube ich. Seen you in a week. Where you been? Ah, workers camp. Messed up my hand while I was working on the sewer shutoff grate. Damn thing came down and nearly took off my whole arm.
Okay. Die scheinen ja nicht mit uns, hallo? You're supposed to be taking over? Hey, I know my job. Okay. You want something else out of me? Ah, aber da ist zum Beispiel einer. Schön, schön, schön. Nicht umdrehen, nicht umdrehen. Und zack. Gut. Der wäre erledigt. Da läuft noch einer rum. Irgendwo einer. Ach, das ist nur so ein Dockarbeiter. Oh, ich hoffe, der macht keinen Alarm. Der macht Alarm. Scheiße. Ja, so viel dazu. Die Frage ist natürlich, müssen wir hier überhaupt was machen? Oh, wow, wow, wow. Ah, ich komme ja. Super! Die Frage ist, sind wir hier überhaupt richtig? Ich meine, hier könnten wir richtig sein, aber es könnte auch komplett falsch sein. Könnten wir gut vorstellen, dass wir auch hier draußen noch einige Sachen machen könnten. Oder auch sollten. Das ist halt ein großes, großes Areal jetzt. Da hinten ist der Kran. Und den haben wir ja auch schon gehört. Da sollten wir reingehen. Hier hinten ist gesperrt. Oh, der hat uns ja eh gesehen. Ja, okay. Alles klar. Kommt man nicht durch. Da geht's nicht durch. Da ist wieder eine Kamera. Da sind wir ja gerade geschnappt worden. Hier kommen wir zum Beispiel mal rein. Verschlossen. Okay. Dann schauen wir mal, was wir da drin finden. Toll. Da hinten, das da, das sieht gut aus. Da müsste man nur irgendwie durchkommen oder reinkommen. Das hier sieht auch ganz gut aus, aber ja, gut. Lass uns mal schauen, ob wir da jetzt irgendwie reinkommen. Ich bin mir noch nicht sicher. Müssen wir da rein? Müssen wir da nicht rein? Wir sollten überall mal reingehen. Können wir vielleicht nicht auch einfach durchs Fenster rein? Irgendwie klappt das nicht so richtig, wie ich es will. Dass ich einfach durchs Fenster reinspringe oder so. Irgendwie geht es nicht. Ja, das wäre aber optimal, hier reinzukommen.
Da hoch kommen wir auch nicht anscheinend. Nee. Irgendwo irgendetwas, um hier aufs Fenster zu steigen. Jetzt sieht es aus, wie wenn da nichts wäre. Da hinten wäre was vielleicht. Müssten wir aber nur da durchkommen. Das ist nur so ein Sicherheitsding. Können wir hier vielleicht einfach den Computer, um die Kameras auszuschalten? Das wäre ja auch möglich. Probieren wir einfach mal aus. Nee, das ist nur E-Mails. Okay, schade. Ich frage mich, ob wir da hinten durch müssten. Könnt es einfach mal ausprobieren. Sicherheitsterminal, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das probieren wir jetzt aus. Warten wir noch, bis die Kamera weg ist. Dann gehen wir nochmal hin. Dann gehen wir da rein. Kriegen Bonus. Ich wollte eigentlich nur die Tür zumachen, damit genau das nicht passiert. Ah, ich krieg die. Krieg die Tür nicht mehr zu. Da unten haben wir nochmal einen Schlüssel. Das ist auch ziemlich gut. Vielleicht können wir also da hacken, aber ich glaube das eher nicht. Blöd, dass wir die Tür nicht mehr zukriegen. Nee, da ist nichts. Okay. Jetzt. Ganz schnell. Und dann die Kameras gleich ausmachen. Oh, sind die falschen Kameras? Okay, nee, das war jetzt blöd. Das war blöd. Die Roboter sollte man vielleicht nicht in Bereitschaft sagen. Kameras kann ich zwar ausmachen, aber nicht alle. Die hier anscheinend nicht. Aber es gibt auch Punkte hier drin. Ah, verdammt. Und den Schlüssel natürlich. Das hat sich auf jeden Fall schon mal... Entschuldigung. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt gehabt, das hier zu machen. Da müssen wir noch mal kurz reinschauen. Ha, wenn ich zurückgehe, dann passt die Sache. Dann geht es auch noch, okay.
Sehr schön. Badam, badam. Roboter in Bereitschaft, Standardverteidigung. Nee, das lassen wir, glaube ich. Das machen wir entriegelt und so. Deaktiviert. Und aus. Und die Roboter, die lassen wir. Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir mal beim nächsten Mal in diese Schubladen rein und schauen wir uns dann noch weiter um. Ich denke, da haben wir noch die ein oder andere Sache, haben wir ja schon gesehen gehabt, die ein oder andere Sache, wo wir uns anschauen sollten, dass wir weiterkommen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.